externtyystinen atrofin station.
Die Modellanlage scheint es ja nicht mehr heißen, oder? Am Hartplatz von Sehr verehrten Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, verehrte Festgäste, dieses ist die letzte Rede. Meine Beamten haben zu mir erklärt, das ist doch eine wunderbare Gelegenheit, lieber Herr Minister, dass Sie den Herrn Oberbürgermeister Ude und den Herrn Altoberbürgermeister Kronawitter wieder treffen. Und immer wenn alte Freunde zusammen sind, Samstagsgeschenk, lieber Christian Ude, dir übergeben darf zur nachmittäglichen Lektüre. Ich bedanke mich herzlich für die Einladung im Namen von allen bei der Stadt München. Ich weiß, dass das, was der Staat zahlt, natürlich viel zu wenig ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber nachdem allen gedankt worden ist heute, möchte ich denen danken, denen wir es alle verdanken, weil das Geld, das der Herr Knittel und der Herr Gauweiler und der Herr Ude hier verteilen, kommt zwar vom Bund, vom Land und von der Stadt, es kommt immer aus der gleichen Tasche, nämlich aus der Tasche von Otto Steuerzahler. Sie haben es bezahlt und dafür ein herzliches Vergelt's Gott. Ude, für das Jahr 93, dass Sie mich etwas freundlicher anschauen, immerhin 270 Millionen Mark, also über eine Viertelmilliarde, nur für dieses Jahr wieder ausgegeben. Und wenn wir es schaffen, dass wir wieder mehr Arbeitsplätze nach München kriegen und mehr Industrie und dass nicht Arbeitsplätze von München weggehen, dann werden wir möglicherweise im nächsten Jahr noch mehr ausgeben können. Der zweite Punkt, den ich sagen möchte, meine Damen und Herren, heute mit dieser U-Bahn-Eröffnung, die wesentliche Aufwertung des Hasenbergl und Hart, eines fortschrittlichen Stadtviertels in München, zeigt auch, was der richtige Weg ist, wenn wir sagen, wir müssen umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel, auf den U-Bahn-Bau. Nicht irgendwo auf die Straße einen Blumentopf draufstellen, sondern bequeme und sichere Verkehrsmittel anbieten. Das ist der richtige Weg. Und ich freue mich, wenn hier erklärt wird, dass hier jetzt in Zukunft konsequent an diesem Weg weitergefangen wird. Und ich schließe mich dem Dank an die städtischen U-Bahn-Bauer, an Sie, Herr Dr. Schirmer, und an Ihren Vorgänger, Herrn Dr. Hochmuth, herzlich an. Und der letzte und der dritte Punkt ist, wir sollten uns beide gemeinsam bemühen, die Stadt und der Freistaat, alles zu tun, dass diese schönen U-Bahnen, und ich gratuliere all denen, die an ihnen gebaut haben, dass diese schönen U-Bahnen auch schön bleiben und sicher bleiben. Wenn wir die schlechten Beispiele in anderen Städten der westlichen Welt uns anschauen, wie die großen Metros über die Zeit heruntergewirtschaftet und, man muss es sagen, versaut worden sind, dann muss es unser Gemeinde die öffentlichen Verkehrsmittel als Rempelzone betrachten, sondern alles zu tun mit der staatlichen Polizei auf der einen Seite und mit der städtischen U-Bahn-Wache auf der anderen Seite, dass diese U-Bahnen auch zur Nachtzeit und die U-Bahnhöfe sicher bleiben. Dieses ist unsere gemeinsame Bemühung. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Thank you.
4,99. Linie 27,8.